Heute in diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, wie du den richtigen Preis für deine Kunst findest und welcher Faktor für deinen Preis absolut entscheidend ist. Wenn dich das interessiert, dann bleibe jetzt dran. Abonniere doch gleich den Kanal, um kein neues Video zu verpassen. Einen Käufer oder Interessenten für dein Kunstwerk zu finden, ist eine andere Geschichte. Hast du welche gefunden? Dann ist es wichtig zu wissen, wie viel Geld du denn für deine Kunst verlangen kannst. Sei es Malerei oder eine Skulptur oder was auch immer. Ganz klar, die Materialkosten sollten gedeckt sein. Die Arbeitszeit sollte auch irgendwie verrechnet sein. Der Stundenlohn ist eine andere Geschichte. Der wichtigste Faktor, und an dem habe ich mich immer orientiert, ist der emotionale Wert. Für wie viel Geld bist du bereit, dich von deinem Kunstwerk zu trennen? Überlege dir das mal. Viele Künstler berechnen den Preis rein rational. Materialkosten und einen Stundenlohn. Und das war's. Aber eigentlich sollte es doch ein gutes Gefühl geben, wenn du dich von einem Kunstwerk trennst. Und das ist meiner Meinung nach der emotionale Wert. Der emotionale Wert liegt meistens etwas höher als wie der rein rationale Wert. Es ist wirklich wichtig, dich am emotionalen Wert zu orientieren. Denn nur so hast du ein gutes Gefühl. Und ganz ehrlich, ein gutes Gefühl überträgt sich auch auf den Käufer. Vielleicht hast du schon mitbekommen, ich beschäftige mich mit der realistischen und gegenständlichen Malerei mit Acryl. Ich war schon in vielen Ausstellungen dabei und habe meine Bilder teils für weit über 1000 Euro verkauft. Das erzähle ich dir nicht, um mit meinen Einnahmen zu prahlen, sondern möchte dir nur demonstrieren, dass die Preisfindung über den emotionalen Wert auch wirklich funktioniert. In einem Kunstwerk stecken ja nicht nur die Materialkosten. Man verknüpft so ein Kunstwerk ja auch mit Erfahrungen, Erinnerungen und Gedanken, die man während des Schaffens an diesem Kunstwerk gemacht hat. Deshalb ist es so wichtig, das Kunstwerk nur für den emotionalen Wert herzugeben. Wie hast du das bisher gemacht? Schreib mir doch in die Kommentare, nach welchen Kriterien du bisher den Preis für deine Kunstwerke definiert hast. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Und wenn dich interessiert, welche Kunstwerke ich mache, dann findest du in der Beschreibung den Link zu meiner Online-Galerie. Ich hoffe sehr, du konntest in diesem Video etwas mitnehmen. Wenn ja, lass mir ein Like da. Dann hoffe ich, wir sehen uns bald wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.